Boitzenburg, Mecklenburg-Vorpommern. Eine Kleinstadt an der Elbe. Ganz am Rand liegt der Bahnhof, daneben die ehemalige Bushaltestelle. 1990 macht Bernd Fischer einen Kiosk daraus. Geöffnet von 5 bis 22 Uhr. Also hier kennt sich jeder. Irgendwie kennen sich alle. So selten mal, dass Fremde sich hier länger aufhalten, ne? Und die müssen dann eben erstmal ein bisschen warm werden. Fremde kommen auch genug rein, aber das sind eben keine Dauergäste oder kommen einmal und nicht wieder. Hallo, brauche ich einen Kaffee bitte? Kaffee bekommst du. Danke schön. Er hat keine Zeit. Jetzt sitzt er hier bis um 7, dann geht er wieder weg, dann kommt er mal wieder und dann kann ich schlafen. Und manchmal wird er auch gleich müde, wenn er hier ist. Vielleicht schläft er auch gleich ein. Das kann auch passieren. Aber er hat auch einiges hinter sich. Regina, Bernd Fischers Frau. Sie übernimmt oft die Abendschicht. Für Trudy Battles. Da ist heute Beisetzung. 2:15 Uhr. Ach, wenn jemand verstorben ist, dann stellen wir mal ein Kerzchen hin für ihn, wo er immer seinen Stammplatz hatte. Wie lange wir das machen, kann ich nicht sagen. So. Ja, in letzter Zeit. So, die ersten Kunden, die sind schon alle nicht mehr da, so die hier so kamen, ne? Das waren dann auch Leute, die damals schon in der 50, 60 waren. Naja, nur 25 Jahre her. Also ich war auch sehr traurig drüber. Es sind schon viele Leute hier gestorben, die ich kannte. Ne? Aber das hat mir manchmal gar nicht, das hat mich nicht so angehört. Man hört halt davon, es dreht sich alles weiter, man kann nichts daran ändern. Aber das ging mir schon sehr nah, muss ich sagen. Also ich hatte wirklich Tränen in den Augen. Und also das fand ich sehr schade. Und das, Boitzenburg liegt an der ICE-Strecke Hamburg-Rostock. Rund 10.000 Menschen leben in der Stadt. Die große Elbe-Werft existiert nicht mehr. Heute pendeln die Leute zur Arbeit. Vor Ort gibt es neue Fleischwerke und Bonbonfabriken. Seit ein paar Monaten haben auch die Taxifahrer wieder etwas zu tun. Nee, die sagen, die haben das und den haben sie nicht. So, du sagst, haben. Wir haben das gehabt, wir haben gesagt, die haben das und jetzt steht die Armee da oben und Polizei. Police, yes, Police. Und die Jugendlichen? Übertreffen sich gegenseitig im Posten von Gerüchten, die auch in der Kleinstadt die Runde machen. Durch Boitzenburg geht auch das Gerücht rum, dass die Flüchtlinge ab und zu auch mal hier Leute vergewaltigen, ja. Und so. Also das geht hier ganz oft rum. Das hört man immer wieder von anderen Leuten, dass Flüchtlinge dies und jenes machen. Und ein Mädchen, das hat sich hier versteckt, die ist wohl vergewaltigt worden von so einem Flüchtling aus, weiß ich nicht, wo der herkam. Und, ja. Eine 5-Jährige wurde gegessen, lebendig vom Flüchtling. Stand auf Facebook. Stand, ob das stimmt, das weiß man nicht. In der Flüchtlingskrise hängt vieles an der Bearbeitung von Asylanträgen. Im August lagen in der Behörde noch rund 250.000 offene Fälle. 3 Monate Bearbeitungszeit. Seit Monaten kommen Flüchtlinge am Bahnhof an, manchmal 200 am Tag. Sie wollen ins Erstaufnahmelager in Horst, 8 Kilometer entfernt. Ich schätze, das wird die nächsten 3-4 Monate so weitergehen. Wenn ich noch länger. Aber was denn kommt, das steht noch nicht fest. Ob das alles so funktioniert, wie die oben diese denken. Die sitzen mit dem Arsch an der Wand. Und die machen Freitag nach 1 hier seins. Das kannst du glauben. Also einer hat mir schon wieder gesagt, da wird schon wieder ein Geschäft draus gemacht, weil die sagen, auch Boitzenburg soll hier ein paar tausend Flüchtlinge aufnehmen. Und in dem Block, wo ich wohne, stehen x Wohnungen frei und da wollen sie schon wieder ein Geschäft draus machen, dass sie glauben, dass die Familien da in die Wohnungen einziehen. Ne? Also so läuft schon wieder, so geht schon wieder los. Ne? Also näher läuft. Wie der Engländer sagt, was ist das Leben? Sex and Money, ne? Das ist alles. Ne?
600 Money ist everything, ne? Mein Gott, ja. Ich hab keines, leider. Ja, was soll's. Ja. Ich bin froh, wenn ich auch jeden Tag wieder die Sonne sehen kann, mein Bier saufen, mein Kaffee und meine Zigaretten rauchen. Es ist so. Was müssen wir machen? Ne? Es geht nicht anders. Ne? Ja. Morgens haben wir eben mit Schichtarbeiter zu tun. Wenn die Schlachterei zumacht, ne, die so Nachtschichten machen, die in der Ronschewerk da arbeiten, kommen einige ran und sowas alles. Dann morgens ein Bier trinken, 1, 2, 3 Bier, dann geht's nach Hause. Nachmittags können sie kein Bier mehr trinken. Wann wollen sie sonst ein Bier trinken? Wenn man es einfach nicht schafft, gegen ein bestimmtes Team zu gewinnen, die Politik nicht. Ich nicht Politiker, nee. Politik, das ist nicht meine Idee. Immer Sport. Also gut. Ja, wo wirst du hingehen? Hier kennst du Philipp. Bloß Frauen sind hier nicht zu finden. Würdiger Beutelmacher. Tischler. In der Elbewerft. 12 Jahre war ich in der Elbewerft. Dann Haus gekauft. 9 Jahre in der LBG. Muss man sich verpflichten. Sonst hätte ich das Haus nicht gekriegt. Waren alles so eine komischen Sachen. Naja, dann ging die Ehe nachher im Bruch. Nun kam eins zum anderen. Ja, nun hängt man allein. Ja, kann ich das jetzt zurückmachen? So, pass auf, Bernd. Ich starte das jetzt nochmal. Thomas Barth kam vor 25 Jahren der Liebe wegen aus Niedersachsen nach Beutzenburg, betrieb Blumenläden, später einen Computershop. Noch heute berät er in IT-Fragen, auch die Stammgäste. Ja, das ist halt, weil ich gerne mit Menschen umgehe und weil ich gerne Kontakt zu Menschen habe. Das ist halt der Grund, warum ich hierher gehe. Ich habe hier auch meine festen Regeln. Das heißt, für mich ist nach 2 Bier, 2 Schnaps ist für mich in dem Gelände. Mehr gibt's nicht, ja. Weil ich habe schlechte Erfahrungen gemacht mit Alkohol während der Diskothekenzeit und habe es ohne ärztliche Hilfe geschafft, das in vernünftige Bahnen zu lenken. Da bin ich auch stolz drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wie gesagt, ich gehe nicht wegen dem Alkohol hierher, sondern weil ich bin ja auch ein Mensch, der gerne Fragen beantwortet. Und ich werde viel gefragt, weil die Leute wissen eben, wie sie mich einzuschätzen haben. Und ich antworte dann auch gerne und bringe da meine Sachen dann mit ein. Also das macht mir halt auch Spaß. Ja, ich habe auch eine Nachtschicht gehabt. Wird auch Zeit, dass ich gleich nach Hause komme. 22 Uhr muss ich wieder arbeiten. Ich bin bei Trolli. Wir stellen Schaummäuse her und ganz normale Gummibärchen, auch so wie jetzt hier ein Haribo, kann man so sagen. Aber nur, dass sie natürlich nicht so wie Haribo sind. Nur halt ein bisschen anders. So, und dann eine große Schlange, Gummibärchenschlangen. Die sind mit Schaum und mit Gelatine, oder wie das heißt da, ja, übergossen. Und sowas stellen wir da hinten her. Süß. Süß. Sehr süß. Weil du kommst von unten rein, ziehst dich ganz normal um, dann gehst erst durch die Kocherei. Das klingt nach Bonbons. Deine Schuhe, wenn du rausgehen willst, du hörst nur, weil dann die ganze Gelatine oder das alles ist alles durch die Halle. Du riechst die ganze Süße. Das riechst du durch der ganzen Halle. Also das ist richtig top da drin. Begrüßungsfoto vor dem Kiosk. Diese syrische Großfamilie ist vor einer halben Stunde auf dem Bahnhof angekommen. 3 Generationen warten auf den Bus nach Horst. Er sagt, 8 Leute aus unserer Familie sind schon gestorben. Wir konnten nicht mehr zusehen, wie noch mehr Leute von uns sterben. Deswegen haben wir alle uns die Hand gehalten und haben uns auf den Weg gemacht und sind jetzt hier angekommen. Wir
Die meisten Flüchtlinge sind an der Grenze erfasst worden und haben einen Beförderungsschein ins Erstaufnahmelager. Damit fahren sie umsonst Bus, Bahn oder auch Taxi. Manche haben diesen Schein aber auch nicht. Und sage denen aber auch bitte gleich, was sie bezahlen sollen. Das ist ein Sonderangebot, aber wenn... jetzt nicht, zweite Tour. Okay, zweite. Horst Paul war bis vor 4 Monaten noch Lkw-Fahrer. Seit die Taxis rund um die Uhr unterwegs sind, hat er einen neuen Job. Für so eine Sache war ich schon besser haben. Hast du den Bart? Hast du den Bart? Irgendwie mache ich die Herausforderung. Ich bin hierher. We come from Syria. Wir kommen aus Syrien. Wir sind 55 Tage zu Fuß unterwegs gewesen. Niemand hat sich um uns gekümmert. Warum? Wir waren 20 Tage unterwegs. 20 days here from Greece. Von Griechenland nach Mazedonien, Serbien und Ungarn. Erst in Deutschland wurde uns geholfen. Coming to Germany, I help us. Guten Tag, Taxi Boitzenburg. Stefan, hallo. Ich hatte gestern schon mal angerufen wegen morgen Nacht der Tour von Taxi nach Boitzenburg. Ja, erstens bin ich nicht Stefan, zweitens haben Sie mit Horst telefoniert und der ist wieder am Apparat. Okay, ich wollte nur sagen, dass es zu 90% zwei Touren werden. Zu 90% zwei Touren. Was soll denn das? Die schieben die Leute hin und her, die sind wie so ein Stück Kuchen. Ich möchte jedenfalls nicht in den Iran stecken, das ist mal Fakt. Wir haben es durch. Wir haben zu DDR-Zeiten bis 1976 noch in der Baracke gewohnt. Das Foto habe ich sogar noch. Ja, da siehst du meine Mutter vor der Baracke, da war sie noch mal jung. Ja, sie ist ja mittlerweile, hat sie das alles nicht verkraftet. So was los, muss weitergehen. Auch Rentner Hardy hat seit Monaten wieder ein Gesprächsthema. Er hat sein Argumentationsmaterial vom Bildschirm abfotografiert. NTV, N24. Es sind, weil man uns immer wieder weismachen möchte oder will, dass wir eine Meinungsfreiheit haben, die gibt es bei uns nicht. Ich kann meine Gedanken nicht jetzt auf der Straße preisgeben. Das geht nicht. Gehe ich ab. Und warum nicht? Was? Und warum nicht? Weil wir keine Demokratie haben. Aha. Die Demokratie wird bestimmt vom Kapitalismus. Wenn du das verstehst. Ich verstehe das schon. Aber warum kannst du nicht sagen, was du willst? Kann ich nicht. Ja, weil sie dich anheften. Ja. Mhm. Dann heißt es Volksverhetzung. Dann heißt Nein. Doch. Das heißt Volksverhetzung und du bist ein Nazi. Richtig. Das ist eiskalt. Ich bin kein Nazi, ich bin Deutsch, ich bin hier geboren. Ich bin aufgewachsen. Und ja, ich auch. Groß geworden, ich habe gelernt hier. Ich hatte in der Schule, wie ich zu DDR-Zeiten in der Schule eingeschult wurde. Kommst du aus Teldau? Ja. Alles klar. Habe ich meine halben Liter Milch bekommen, umsonst. Meine Eltern waren kinderreich. Ich habe mein Essen umsonst bekommen in der Schule. Und jetzt hier in dieser sogenannten Demokratie nichts, null. Das ist das Einzige, was für ich... Für mich ist das Kapitalismus pur. Ja, der Kerl, was mir angerufen hat, hat wegen Taxi. Ich sag euch ganz offen und ehrlich, ich wünsche mir das, dass das mal so passiert. Die NPD auch in Sachsen mit 7%, nicht mit 5. Ob das die Lösung ist? Was heißt eine Lösung oder nicht eine Lösung? Es muss mal irgendwie den Volksparteien oder wie die sich schimpfen, mal ein Denkzettel verpasst werden. So denke ich, ob man mir das nun krumm nimmt oder ich
sagen jetzt hier, gut, der Hardy, der ist rechts und so. Nee. Ich gehe auch nicht von meinem Glauben ab. Ich bin hier geboren. Und die jetzt alle herkommen und wie auch immer, mir ist das. Ne? Ich freue mich schon, wenn ich jetzt höre, Ungarn grenzen dicht, Kroatien grenzen dicht und so weiter und so fort. Es sind im Prinzip Leute, junge Männer. Junge Männer, die herkommen, verlassen ihr Land. Wenn ich jetzt ein Herz habe für mein Vaterland, würde ich kämpfen. Ich würde kämpfen. Ich würde die Waffe in der Hand nehmen. Nein, man kommt nach Deutschland. Mutter Merkel hat gesagt, kommt alle rein. Nee, Leute. Beim besten Willen. Beim allerbesten Willen. Das geht nicht. Der Staat hat mir so viel Arschtritte gegeben. Warum? Als Hartz-IV-Empfänger. Ich musste alles darlegen. Als Rentner. Jetzt bin ich Rentner. Ich bin so enttäuscht von diesem System. Und ob ihr mir das jetzt abnimmt oder nicht, aber ich bin so enttäuscht von diesem Staat. Ich würde nicht als junger Mann für diesen Staat im Krieg ziehen. Absolut nicht, nein. Die DDR ist meine Heimat und es bleibt meine Heimat. Es war unsere Heimat. Ja. Was hast du beruflich gemacht? Weil du sagst. Betriebsschlosser. Betriebsschlosser. In Hagenow oder auch hier? Nein, hier in Bolzburg in der Elbe werft. Ach so. Ach so, dann bist du Schiffbauer. Nein. Ich bin Betriebsschlosser. Die. Ach Gott, nun fällt mein Zug weg. Leute. Das ist ganz einfach. Die Werft hat Schiffe gebaut und die haben die ganzen Firmen, die sie gebraucht haben, schon da gehabt. Weiß ganz einfach. Weiß, die brauchen nirgendwo anzurufen, die haben immer irgendwo. Und die waren alle angestellt in der Werft. Der nächste Bus nach Horst fährt in einer Stunde. We have been 4 hours in the sea. My brother in Saudi Arabia. He works. Mein Bruder arbeitet in Saudi Arabien. Ich habe mir etwas Geld geborgt für die Reise. Germany is a dream. Deutschland ist ein Traum, wie ein Traum für uns. Weil in Syrien Krieg ist. Sie können dich jederzeit verhaften und ins Gefängnis stecken. Die Regierung, jede Konfliktseite. Mein Bruder war in Syrien 1 Jahr und 6 Monate eingesperrt. Er ist gestorben bei einem Bombenangriff. Mein Freund ist vor meinen Augen gestorben. Mein verstorbener Bruder. Er war Ingenieur. Er hieß Khalid. 35. Er war 35 Jahre alt, als er letztes Jahr gestorben ist. Wir sind Studenten, keine Soldaten. Ich bin Anwalt, er Ingenieur. Ich studiere an der Universität. Wir sind keine Soldaten. Wir kämpfen nicht mit Waffen. In Syrien, nicht hier. Er ist Ingenieur. Er ist Lehrer. Tim. Ich heiße Timmy. Er geht noch zur Schule. Er ist 14. Er sagt, er will seine Eltern nachholen und die Sprache lernen und sich einen Job suchen. Wir sind nicht hier, um zu essen und zu trinken und zu schlafen. Wir wollen arbeiten.
Wir Syrer mögen die Arbeit. Jeder in Syrien arbeitet. Max Heide aus Beutzenburg. Und auch Max' Freundin Selina aus dem Nachbarort verbringt ihre Zeit auf dem Bahnhofsvorplatz. Ja, solche Bilder mache ich auch gerne. Da denken alle immer, ich bin ein bisschen lebensmüde. Ich verkneife meinen Kommentar. Und wir haben zusammengezählt, wir haben über 22 Sachen gemeinsam, was uns selbst ein bisschen verwundert. Das macht mir langsam ein bisschen Angst. Goa, Alkohol, Party, Fahrradfahren, Polizisten ärgern und so. Oh, wir haben beide unsere Meinung gegenüber den Ausländern. Oder diesen, na, Deutschlandschwein, sag ich mal so. Nicht vor der Kamera. Wieso nicht vor der Kamera? Was denn? Ich kann normal mit denen reden, also wenn sie mich nach dem Weg fragen, nach Horst oder so, sage ich, müssen sie Taxi rufen, aber dann soll sie mich nicht länger belabern, weil man kann auch mit denen auskommen, wenn sie sich ruhig verhalten, aber es gibt auch sehr viele, die meinen, in Deutschland, nach Deutschland zu kommen, Kohle abzukassieren und dicke Hose zu schieben und... Ich denke mal, das ist in Syrien. Ja. Speak Arabisch? Mumdas. Was hast du gesagt? Mumdas. Mumdas heißt auf Englisch very good. Und very good heißt auf Deutsch super gut. Anna Heppack heißt ich liebe dich. Nee, das verrate ich lieber nicht. Das heißt. Wo habt ihr das gelernt? Ja, ich habe mal bei so einem Kurs mitgemacht und da wollte ich Arabisch lernen. Warum? Weil ich drei Syrer als beste Freunde habe. Und die bringen mir Arabisch bei. Ehrlich? Ich bin fleißig am Lernen. Ich habe mich mit meiner Mutter, der bin in Kloppen gehabt und da war ich 4 Monate in einer Notaufnahme. In wie lange? 4 Monate. Und das war eine lange Zeit, um Arabisch zu lernen. Die Schriftweise habe ich sobald alles gebacken erstmal. Kann ich Ihnen da zeigen. Das heißt zum Beispiel Na, also Na, was machst? Da habe ich geschrieben Musik du. Da hat er geschrieben TV, also Fernseh gucken. Da habe ich geschrieben, okay, cool, was läuft. Da hat er geschrieben, keine Ahnung, guck irgendwas auf RTL. Ich so, okay. Er so, ja, ist aber langweilig. Wo bist du? Wo wohnst du jetzt? Da habe ich geschrieben, ich wohne derzeit in Parchim. Das bin ich und Majid. So. Ich habe auch noch einzelne Bilder von ihm. Das sind wir alle zusammen. Wir müssen noch Bilder zusammenschießen. Vergessen. Ja, wir beide sind dicksten Freunde, sagen sie nichts. Wir haben nur solche Bilder gemacht. Wer hat denn hier das Bier getroffen? Stammgast Michael Wiegand. Seine Betreuerin Stefanie Wild weiß, wo sie ihn zu finden hat. Ja. Das hier ist Franz Zucker. Das hier ist für das seelische Besserbefinden, einmal. Und das ist für die Schlaferei, ja. So ähnlich wie Schlaftabletten.
kann man nur weiterempfehlen, wer gut pennen möchte. Das war's. So, warte. Und tschüss. Und tschüss. Jetzt ist es schon euer Alter. Wie schnell geht das? Und bitte. Wir haben aber auch schon andere Situationen hier erlebt. Also das ist noch gar nicht so lange her. Das war vor ein paar Wochen. Da haben wir draußen gesessen. Ich will jetzt aber ganz bewusst keine Namen nennen, junger Mann. Da setzte sich dann ein Asylant an die Kante von der Bank. Und den hat er da eiskalt weggescheucht. So nach dem Motto, du hast hier nichts zu suchen. Und dann habe ich natürlich erstmal Partei ergriffen. Bernd hatte das Geschehen ja auch noch mitgekriegt. Der fand es auch nicht sehr spannend, dass man sowas macht. Jedenfalls, der hat sich dann gewundert, dass er keine Unterstützung gekriegt hat, sondern im Gegenteil, dass ihm Unmut entgegengeschlagen ist. Der Ausländer ist dann aufgestanden, hat sich mit dem Hintern da auf die Bürgersteigkante gesetzt. Und hier ist dann auch jemand vom Tisch aufgestanden, hat ein Bierchen mitgenommen, Zigaretten mitgenommen, hat sich zu dem hingesetzt, hat ihm eine Zigarette angeboten, hat sich dann mit ihm unterhalten. Ich meine, das sind doch mal tolle Geschichten, wenn sowas passiert. Wenn derjenige, der meint, der müsste hier den Dicken raushängen lassen, dann plötzlich merkt, hallo? Ich mache meine alte Foto. Roman Wieczorek kam vor 10 Jahren aus Polen nach Boitzenburg. Inzwischen ist er Stammgast im Bahnhofskiosk. Alter Job! Angefangen hat er im Fleischwerk. Inzwischen arbeitet er in der Bonbonfabrik. Roman trifft seine alten Kollegen im Kiosk. Frank Litwischkin arbeitet noch immer in der Fleischfabrik, als Zerleger. Ja, und wir hatten ja auch teilweise auch bis 28.000 Teile. Also sind es denn 14.000 Schweine, die pro Tag. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn, ne? Das ist so, na gut, ich. Guck mal, der Spitzer jetzt hier aber auch. Das war so ein Kopf auf den Knie. Sie braucht ja nicht mehr ins Heim. Alles schied. Wir können nichts mehr gegen machen. So, Durchgangsstation Boitzenburg. Im Jahr 2015 sind bis jetzt etwa 20.000 Flüchtlinge in Mecklenburg-Vorpommern angekommen. Viele haben die Erstaufnahmeeinrichtungen über diesen Bahnhof erreicht. Die meisten von ihnen haben die kleine Stadt an der Elbe längst wieder verlassen.